Es blüht überall, ist es nicht herrlich? Mein Name ist der seltsame Attraktor, aber alle nennen mich Attraktor. In Deutschland wurde gerade das Cannabis legalisiert und aus fataler oder chaotischer Sicht können wir nur sagen, dass wir das sehr begrüßen, diesen Schritt. Vor allen Dingen, weil es so ein schönes Beispiel dafür ist, kleine Änderung, große Wirkung. Wir schauen uns nun die Kalender von Christian an, der Jahre 2012, 13 und 14, das ist der mittlere große, und die Jahre 2022 und 23, wo wir diesmal wieder sehr interessante Kandidaten dabei haben. Lasst uns sehen. Ja, wir fangen an mit Secret Micro City von Jeremy Brunet. Herzliche Grüße auch von Christian an Jeremy. Jeremy ist ein Finanzmathematiker, der damals, als 2008 das Mandelbalb entdeckt wurde, totalen Spaß hatte, damit zu spielen und aus mathematischer Sicht ganz viel auszuprobieren. Jeremy hat dann Filme gemacht, die heute über 1 Million Mal gesehen worden sind. Insbesondere auch Secret Micro City kann man auch als Film sich anschauen. Hier sehen wir halt einfach ein klassisches Fraktal, was so ein bisschen auch wieder Brokkoli-Strukturen hat und im Kleinen sich immer weiter fortsetzt. Insbesondere diese schönen Reflexionen von dem Bild zeigen halt einfach, auf was für einem hohen Stand diese ganzen Rendering-Engines von damals schon waren. Dieses Bild wurde, soweit ich weiß, auch mit Mandelbalb 3D gemacht. Sehr cooles Bild. Das 2013 Bild ist von Mark J. Brady und nennt sich Spheres of Influence. Mark J. Brady ist jemand, der auch, ähnlich wie Jeremy Brunet, sehr früh schon dabei war und auch schon zu alten Frakt-In-Zeiten, glaube ich, mit Fraktalen gespielt hat. Er ist einer, der sehr gerne diese Science-Fiction-Szenen macht. Und das Interessante ist, wir werden von ihm noch ein zweites Bild heute dabei haben. Spheres of Influence zeigt offensichtlich auch wieder die Rendering-Fortschritte von den 3D-Rendering-Programmen, insbesondere Mandelbalb 3D. Manche dieser Szenen sind aber, wie gesagt, auch mit Fragmentarium gemacht worden. Und hier sehen wir halt eine sehr schöne Reflexion auf einem sehr stark verzerrten Kamera. Winkel mit Mikroaufnahme und ja, fasziniert heutzutage immer noch. Das nächste Bild ist Smashed Manga Box von Richard Rosenman. Dieses Bild gehört ja zu den 2014er Kalender, der nicht veröffentlicht wurde. Und Richard Rosenman ist ein Fraktal-Fan schon immer gewesen auch und hat hier halt so eine szenische Installation gemacht von diesem auf dem Boden geknallten Manga-Würfel oder Schwamm.
der dann diese blitzartigen Strukturen in der Oberfläche erzeugt. Und das wollte Christian auch immer darstellen mit seinen Kalendern, die große Varietät mit der fraktalen Inspiration. Richard Rosenman ist übrigens ein Werbegrafiker, der für große Firmen halt Werbefilme gemacht hat, die auch teilweise dann mit Fraktalen kombiniert. Den findet man auch heute immer noch, seine Agentur bietet diese Leistung immer noch an. Cooles Bild. Als nächstes haben wir Retro Fractal Fantasy, wieder von Mark J. Brady aus Schottland. Wie wir sehen, ist die Science-Fiction-Konnotation seiner Bilder ganz klar zu erkennen. Viele dieser Bilder sind inzwischen auch für Buchseiten, Filmcovers und verschiedene Kunstprojekte genutzt worden. Ja, woran erinnert dieses Bild? Irgendwie erinnert es an einen Raumschiffhafen von fliegenden Zeppelin, die in einer obskuren, außerirdischen Landschaft auf ihre Passagiere warten. Cooles Bild. Das letzte Bild für heute ist Mixpinski Cloud City, wieder von einer uns bekannten Gruppe, und zwar Macaina Infinitum. Diese Gruppe arbeitet ja gerade aktuell an den Unreal Engine Plugins, und wir können diese Art von Grafiken heute in der Unreal Engine für unsere Computerspiele in Echtzeit benutzen. Wir warten auf weitere coole Games, die damit gemacht werden, und freuen uns schon auf die nächsten Sache. Grüße an Macaina Infinitum. Ich hoffe, ich spreche euch richtig aus. Cooles Bild. Das sind alle coole Bilder gewesen heute. Und damit sind wir schon am Ende der April-Ausgabe angekommen. Wie eingangs schon erwähnt, ist es wirklich interessant, wie sich das Cannabis-Gesetz in Deutschland verhält. Aus unserer Sicht, wie gesagt, kleine Änderungen, große Wirkung. Und ja, es ist auch irgendwie interessant, weil es in sehr viele Bereiche einfließen kann. Es können Stoffe hergestellt werden, wir können Baumaterialien aus Hanf machen und der Polizeiapparat wird entlastet. Ob das jetzt ein gutes oder schlechtes eine schlechte Änderung ist, sei mal dahingestellt. Ich werde meine Sachen packen und ein bisschen nach den Pflanzen schauen. Und wir sehen uns dann nächstes Video wieder.